Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für die 36. Kalenderwoche, der Woche, die am 2. September beginnt und bis zum 8. September geht. Die Woche beginnt mit einem Neumond am 3. September und so könnte es für uns alle ein recht ruhiger Wochenstart werden. Aber die Energien nehmen dann im Laufe der Woche wieder zu. Und lieber Krebs, wir wollen uns ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. Huch. Und welche Hinweise ich dir über die Karten geben kann. Und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und wir wollen uns zusammen die Woche für das Sternzeichen Krebs ansehen. Ja, diese Neumondenergie beziehungsweise die Tage danach, nach dem Neumond. Das ist eine tolle Gelegenheit, um neue Dinge anzufangen, neue Dinge in sein Leben zu bringen, neue Gewohnheiten aufzubauen, neue Projekte anzugehen. Ja, und lieber Krebs, wir schauen mal, was die Karten dir so sagen. Die Herrscherin, auch sehr schön. Die Herrscherin ist eine entspannte Energie, die es dir erlaubt, dich auch ein wenig zurückzulehnen und dich zu erholen, von deinen Erfolgen zu profitieren auch, ne? Denn du hattest in der letzten Zeit viel Einsatz gezeigt und hast viele Dinge angestoßen, viele Impulse gesetzt, viel Liebe und Achtsamkeit investiert in jemanden oder in etwas, ne? In Aspekte deines Lebens. Und dies alles hat einen Wachstumsprozess ausgelöst, welcher dir in dieser Woche sehr zugute kommt und sich ja als sehr erfüllend herausstellt. Ne? Man schenkt dir sehr viel Liebe, man Wertschätzung auch, ne? Und es könnte sich auch finanziell für dich positiv auswirken, diese Energie, ne? Dass etwas Finanzielles sich anreichert. Vor allem aber auch der immaterielle Bereich, ne? Dass sich alles etwas stabiler, geborgener, vertrauter und solider einfach anfühlt. Eine wunderbare Karte, bei der man sich zurücklehnen lassen kann, bei der man sich zurücklehnen lassen kann und die Umgebung für sich arbeiten kann, ne? Die Dinge nehmen ihren Lauf und ja, beim Wachstumsprozess ist es ja auch so, dass dieser nicht linear verläuft, sondern halt auch immer wieder Phasen der Konsolidierung hat und sich dann aber auch dann sehr plötzlich wieder Ergebnisse zeigen können. Die Dinge brauchen einfach Zeit, ne? Und es ist ja auch wichtig, Geduld zu haben. Ah ja, das sind auch schöne Karten. Die drei der Stäbe deuten an, dass sich gerade viel Motivation in dir aufbaut und in der Tat könntest du dich sehr vitalisiert und kräftig fühlen in dieser Woche. Sehr lebendig und dynamisch und vielleicht das Bedürfnis haben, dich zu bewegen, etwas zu erleben, etwas zu machen, etwas zu tun. Viel Schaffenskraft kann dies auch auslösen. Du bist auf jeden Fall sehr gut motiviert und möchtest es auch sehr gut machen, das, was du dann angehst. Du hast hier Ziele und Pläne, die du erreichen möchtest und du bist auch zuversichtlich, dass dir das gelingen wird. Das alles ist gepaart mit den Sechs der Schwerter. Du hast hier wirklich einen sehr gut durchdachten Plan, in sich schlüssige Überlegungen. Womöglich hast du viele Ideen gesammelt, die jetzt auch sich sehr gut miteinander verbinden lassen und sich verdichten und dir einen Gesamtüberblick schenken, der dir Sicherheit verschafft, der dich zuversichtlich stimmt und ja, der sich auch einfach richtig und stimmig anfühlt. Dies macht deinen Verstand und deine Gedanken auch geklärt, dadurch klären sich deine Gedanken, was dir wiederum viel Gewissheit schenken kann und Sicherheit und Konzentration auch, ne? Du bist dir sehr bewusst, was du jetzt erreichen möchtest und wie dir das gelingt. In der Vergangenheit die zwei Stäbe.
deutet auf einen Zustand hin, bei dem du etwas mit dir selbst gerungen hattest. Vielleicht gab es hier ein Hin- und Her-Überlegen. Aber gleichzeitig gab es auch Themen, die wirklich eindeutig deine Neugier aktiviert hatten und jetzt eben auch zu einer Weiterentwicklung führen in dieser Woche. Vielleicht gibt es hier auch einen Menschen, der dein Interesse geweckt hatte und den du als sehr neugierig, also den du sehr neugierig begegnet bist und mit dem es dir einfach Spaß gemacht hatte, dich mit ihm auseinanderzusetzen. Vielleicht gab es sogar auch eine sehr flirtende, eine knisternde Atmosphäre zwischen euch beiden. Dies kann sich halt natürlich auch jetzt weiter auswirken. Dann sehe ich, dass ihr beide viel miteinander gemeinsam unternehmen werdet. Und ich sehe auch ehrliche und offene Gespräche bei euch, ne? Dass ihr hier ein wichtiges Gespräch führt, welches eben doch, wodurch man doch zu gemeinsamen Einigungen finden kann, ne? Und weil ein Gespräche, die auch zu Klartext einfach führen. Ja, aber du neigst schon auch so ein bisschen dazu, dich der Fantasie, der Illusionen hinzugeben. Vielleicht bist du auch verliebt, ne? Das könnte sehr gut sein. Ein Verliebtsein, bei dem man eine rosarote Brille auf hat, was auch wunderschön sein kann, ne? Allerdings solltest du nicht den Boden zur Wirklichkeit ganz verlieren und dir im Hinterkopf behalten, dass manche Dinge auch illusorisch sein könnten, dass du eben eine rote Brille aufhast und dass du gerade träumst. Es ist hier sehr wichtig, die Realität von der Illusion zu unterscheiden. Und dann kannst du dich aber deinen Träumereien auf viel freiere und angenehmere Weise hingeben, ne? Und darin eben auch Erholung finden. Die Gefahr liegt nur da, dass man eben sich durch diese falschen Vorstellungen ein falsches Bild von der Wirklichkeit macht. Und das wäre natürlich auch ein wenig schade und das kann auch zu Frustrationsmomenten führen, die zum Vermeiden wären. Natürlich können Täuschungen hier auch eine Rolle spielen. Und es ist hier sehr wichtig, sich um Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber zu bemühen. Und hier auch ganz ehrlich sein inneres Gespür zu vertrauen, ne? Denn dein inneres Gespür wird das sicherlich gut unterscheiden können, ne? Was Wahrheit oder Realität und Illusion ist. Ach, schau mal, in dir erwächst gerade die Liebe, ne? Viele von euch sind verliebt und es entwickelt sich aus dieser Verliebtheit mehr als das, ne? Man begegnet sich hier wirklich auf Augenhöhe. Und die Liebe stellt sich als sehr frei und frei auch von Bedingungen dar, ne? Das ist hier ein sehr grundharmonischer Zustand, eine starke Grundharmonie zwischen euch beiden, die einfach ehrlich und echt ist. Ja. Deswegen, man braucht irgendwie gerade gar keine Träume oder Visionen, Illusionen, denn hier gibt es ganz viel Liebe, die tatsächlich vorhanden ist oder sie erwächst gerade hier, ne? Und in dieser Liebe begegnet man den anderen auch auf eine ganz reine und ehrliche Art und Weise. Mit den 8 der Kelchen sieht man hier, dass du im Laufe der Woche dich ein wenig erschöpft fühlen könntest und auch viel Zeit der Verarbeitung brauchst, um auch alle Erfahrungen verarbeiten zu können. Man sieht hier, dass du dich ein wenig überreizt fühlen könntest, ne? Von den Eindrücken, die du von außen aufgenommen hast, dass du hier tatsächlich dich vielleicht ein bisschen dünnhäutig oder sensibel fühlen könntest. Und
Du solltest dir genug Zeit der Erholung einplanen. Du musst in dieser Woche hier gar nichts unbedingt in die Wege leiten, nichts anstoßen, keinen Impuls setzen, denn das ist alles bereits geschehen. Und da kannst du dir besten Gewissens eine Auszeit nehmen und dafür sorgen, dass deine Akkus wieder aufgetankt werden, ne? Und du hier Erholung findest. Ja, es ist das Angekommensein, welches du zelebrieren solltest. Etwas hat sich in deinem Leben zur Vollständigkeit hin entwickelt. Und man kann auch das so sagen, dass du ein Plateau in deinem Leben erreicht hast, vielleicht einen Berggipfel oder so, ne? Und dass es jetzt darum geht, sich hier auch mal kurz es sich gemütlich machen zu lassen, sich zu erholen, das Ankommen genießen und das, was man bis dahin erreicht hat, auch zu reflektieren. Was die Vergangenheit betrifft, du schließt gerade eine Lebensphase ab und auf diese vergangene Lebensphase kannst du nun mit einem anderen Blickwinkel blicken und die ein oder andere unangenehme Sache nochmal reflektieren. Und vielleicht gelingt es dir, mit der einen oder anderen Sache, die nicht gut gelaufen war, deinen Frieden zu finden, in eine Vergebung zu kommen, diese Sache irgendwie loszulassen, ne? Denn du hast jetzt einen anderen Blickwinkel da drauf und das ist natürlich auch eine wertvolle Vorbereitung für das Neue, was sich in deinem Leben zeigen wird, bald, aber noch nicht in dieser Woche. Bei dem Universum kann eine tiefe Versöhnung mit jemandem stattfinden oder eine tiefe Verbindung zu jemandem, wo zu dem schon die Verbindung da ist. Ne? Das kann der Grund sein, warum hier diese Liebe sich weiterentwickelt und entsteht. Und ich bin mir sehr sicher, dass du gemeinsam mit diesen Menschen diese neue Lebensphase beginnen wirst. Allerdings sehe ich hier keine Hofkarte. Ich sehe, dass du sehr in, erst, dass es in dieser Woche viel erstmal um dich und deine Bedürfnisse geht und gehen sollte. Vielleicht ist das auch eher ein Hinweis auf die Selbstliebe, ne? Dass du hier Fortschritte in der Selbstannahme machst und Selbstliebe in dir entfalten kannst. Das wäre sehr zu empfehlen, denn das trägt natürlich dazu bei, dass du deine Akkus auflädst und dass du das Ankommen zelebrierst, ne? Dass du das wertschätzt, wie es alles gelaufen war, dass du die Vergangenheit reflektierst und diesen Zustand der Vollständigkeit genießt. Aber ich sehe hier doch einen anderen Menschen. Dieser Mensch wird wahrscheinlich in dieser Woche vielleicht nicht so präsent sein, aber die Verbindung zu dieser Person ist tief. Tiefe Leidenschaft sehe ich hier und vielleicht ist es sogar etwas Schicksalshaftes zwischen euch beiden. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, so groß ist die Leidenschaft zwischen euch beiden, ne? Man sieht hier starke körperliche Anziehungskräfte. Und die Bereitschaft auch, sich füreinander zu verpflichten, vielleicht wirklich auch so einen tiefe Treueschwur zu leisten, ne? Und ja, da ist eine sehr, sehr große Leidenschaft. Bei manchen von euch, die Gefühle, die Leidenschaft ist sehr präsent. Falls hier toxische Beziehungsmuster am Wirken sind und letztendlich ist in jeder Beziehung so ein paar Aspekte dabei, die toxisch sind, werden die in dieser Woche besonders stark wirken und sich zeigen können, was der Erkenntnis und der Auflösung dienen könnte, ne? Auch hier sollte man schonungslos ehrlich sein und diese Zeit nutzen, um diese toxischen Muster zu erkennen und sie vielleicht dann auch wirklich zu durchbrechen oder anders zu gestalten, anders zu kanalisieren. Denn die Liebe zwischen euch und die Anziehungskraft, die Leidenschaft, die ist vorhanden und die ist wertvoll, ne? Und muss halt auch irgendwie gepflegt werden.
Und dazu gehört halt einfach auch, diese Muster aufzulösen, die sich innerhalb einer Partnerschaft ergeben, gerade bei langen Partnerschaften, ne? Vielleicht ist das auch keine Partnerschaft, sondern eine Freundschaft. Auch hier gibt es toxische Muster oder innerhalb der Familie natürlich auch, natürlich, ne? Und da ist ja auch viel Verbindung immer im Spiel. Ja, also hier lohnt es sich auf jeden Fall genauer hinzublicken. Ich glaube, beruflich läuft es bei dir schon sehr rund und da gibt es im Moment nur gute Entwicklungen und das Berufliche scheint recht unkompliziert in dieser Woche zu sein. Ja, eben die Beziehungen, ne? Das kannst du dir hier angucken und dich hier ganz ehrlich und direkt etwas annehmen. Und das erzeugt dann auch die Liebe, ne? Natürlich. Verlustängste könnten bei dir womöglich eine Rolle spielen. Vielleicht hast du Angst, etwas anzusprechen, was dir wichtig ist, weil du den anderen nicht verlieren möchtest oder nicht verletzen möchtest. Die Situation kann unheimlich vielfältig sein, aber du hast hier doch die Angst, dass du etwas verlieren könntest, dass dir etwas genommen wird oder dass du jemanden verlierst. Tendenziell und dauerhaft, und es ist wichtig, sich mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen. Das ist nämlich oft der Ursprung von der Entstehung toxischer Beziehungsmuster, ne? Wenn man hier aus Verlustängste etwas in die Partnerschaft bringt, was aber letztendlich auch diese Verlustängste kaschieren soll, das kann zu Problemen führen, ne? Zum Beispiel ist es ja so, also vielleicht ist es auch gespiegelt, ne? Ja, zum Beispiel Eifersucht ist da oft ein Beispiel, ne? Viele Menschen sind, es gibt Menschen, die sind übermäßig eifersüchtig. Und da spielen aber eigentlich gar nicht diese Beweggründe eine Rolle, sondern ganz andere, ne? Und Verlustängste können zum Beispiel auch ein Auslöser dafür sein, dass jemand übermäßig eifersüchtig reagiert. Aber es ist natürlich nicht leicht zu erkennen, was dahinter steckt, ne? Deswegen sollte man von vornherein versuchen, die Entstehung solcher Muster zu vermeiden. Wenn es nach Möglichkeiten, ne, ist halt sehr, sehr schwierig. Lieber Krebs, dir sollte bewusst sein, dass du Angst hast, hier jemanden oder etwas in deinem Leben zu verlieren. Und wenn du dich dem liebevoll annimmst und das womöglich im besten Fall sogar noch kommunizierst, dann wird sich das verbessern und dann wird das natürlich auch nicht passieren. Ja, das kommt eurer Verbindung, eurer Beziehung nur zugute, wenn du das offen annimmst und aussprichst, ne? Die gleiche Verantwortung hat dein Gegenüber, ne? Da ist es dann natürlich genauso. Zum Ende der Woche, lieber Krebs, zum Ende der Woche, lieber Krebs, sehe ich hier die Prinzessin der Kelche für dich. Und die Prinzessin der Kelche kann sich natürlich sehr gut auf dich beziehen. Könnte dein jugendliches Wesen sein, denn die Prinzessin könnte auch eine männliche Person sein, spricht für diese Jugendlichkeit, ne? Und vielleicht, du bist hier ja auch in einer Vitalisierung. Vielleicht erlebst du dich wieder ähnlich, wie du warst, als du eine Jugendliche oder ein Jugendlicher warst.
und findest über diesen Weg auch Befreiung, Leichtigkeit, ne? Und das kann natürlich auch sehr heilsam sein. Lieber Krebs, vielleicht hast du es aber auch mit einer anderen Person zu tun, die für dich die Prinzessin der Kelche ist. Eine Person, die tendenziell ein Wasserzeichen ist oder die du als Wasserzeichen erlebst, die sich dir gegenüber von ihrer emotionalen Seite zeigt, ne? Und vielleicht dann auch von der jugendlichen Seite. Vielleicht auch, weil diese Person jünger ist als du. Vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht lebt diese Person nur aktuell ihre jugendliche Seite aus. Wir schauen uns das mal an. Und hier zeigt sich ein Paar, ne? Ein Prinz der Kelche, ein Ritter der Schwerter. Vielleicht hast du es doch eher mit einem Luftzeichen zu tun. Wassermann, Waage, Zwilling. Es könnte hier dieser Ritter der Schwerter sein. Andererseits hast du hier mit den Sechs der Schwerter auch eine solide Luftebene, ne? Vielleicht bist du selber der Ritter der Schwerter in dieser Woche, ne? Vielleicht ist es auch eine Wesensfacette, die in dir wirkt. Natürlich, letztendlich haben wir alle Temperamente in uns, ne? Aha, hier zeigt sich ein Prinz der Scheiben. Das könnte schon viel mehr eine andere Person sein. Da wären wir auf der Erdebene, ne? Steinbock, Stier, Jungfrau. Ein Loslassen. Vertrauen ist hier wichtig. Vertrauen kann hier gestärkt werden und dass man Kontrolle loslässt. Und die Kunst. Man kommt hier zu Einigungen, man verbindet sich, man etwas kommt in die Heilung, ins Gleichgewicht. Vielleicht ist es diese Situation. Ja, ein bisschen könnte ich mir vielleicht vorstellen bei diesem Prinz der Scheiben, dass dieser Mensch jemand ist, der eifersüchtig ist in deinem Leben und du bist davon auch hier betroffen und hast vielleicht Angst, dich dagegen zu wehren oder dich aufzulehnen dagegen oder etwas ja, zu sagen, dem entgegenzusetzen, weil du eben auch auf die Bedürfnisse dieses Menschen Rücksicht nehmen willst und auch Angst hast, ihn zu verlieren. Ne? So was könnte ich mir jetzt vorstellen mit den Karten? Mit den Zehen der Stäben empfehle ich dem Prinz der Scheiben dringlichst, wirklich hier die Kontrolle aufzugeben, nicht alles kontrollieren zu wollen, mehr ins Vertrauen zu kommen. Ansonsten werden sich Konflikte zwischen euch abzeichnen, ne? Aber mit der Kunst sehe ich eigentlich recht zuversichtlich, dass es hier zu einer Einigung kommt, zu einem gegenseitigen Verständnis, ne? Dass hier etwas zwischen euch heranwächst, auch die Liebe, ne? Dass man halt doch irgendwie einen Weg findet, mit den eigenen Unzulänglichkeiten umzugehen oder auch die des anderen. Ne? Ich meine, wir haben ja alle Fehler und niemand von uns ist perfekt und gerade in einer tieferen Partnerschaft erkennt man deutlich die Fehler des anderen und ich finde, viel hängt dann auch davon ab, ob man auch diese Fehler des anderen in gewisser Weise lieben lernen kann, ne? Und ob man mit ihnen leben kann, ob man sie akzeptieren kann. Natürlich gehört bei manch, gerade wenn es um toxische Beziehungsmuster geht, toxische Beziehungsmuster gehören einfach nicht zum Charakter. Die sind einfach nicht notwendig und an denen muss gearbeitet werden. Ne? Die gilt es natürlich zu überwinden, da muss der andere natürlich auch mithelfen. Aber dass dieser Mensch tendenziell dazu neigt, so und so auf Gefühle zu reagieren und diese Gefühle empfindet, das sind dann schon wieder Themen, die mehr zum Charakter gehören, ne? Und die dann auch an den anderen wertgeschätzt werden sollten. Es ist immer eine Frage, was man daraus macht, ne? Wie man das kanalisiert, wie man damit umgeht. Und ich sehe hier, dass es eine Chance gibt, in eurer Partnerschaft einen tollen Fortschritt zu machen, der auch euch beiden viel bringen wird, ne? Und zu persönlichem Wachstum führen kann. Hier mit der Kunst sieht man das schon sehr schön. Was haben wir hier? Harte Arbeit zahlt sich aus. Ja,
Das ist einerseits die Arbeit, die du hier geleistet hattest, ne? Ich habe ja schon gesagt, beruflich wirst du eine entspannte Woche haben. Und das beruht natürlich auf allem, was du hier in die Arbeit vor kurzem investiert hattest. Und harte Arbeit zahlt sich aus, ist auch eine Sache eurer Beziehung oder eurer Verbindung. Kann hier auch was Familiäres sein, ne? Oder eben freundschaftlich. Aber auch die intensive Be Arbeit zwischen, ja, Menschen, unabhängig davon, in welcher Verbindung ihr steht, ist, das ist auch Arbeit und auch das zahlt sich aus. Und die Belohnung ist natürlich die wachsende Liebe zwischen euch beiden. Ja, lieber Krebs, und genau das wünsche ich dir und wünsche ich euch beiden. Ich wünsche dir, dass diese Probleme leicht zu lösen sind und dass ihr konstruktive Gespräche habt und euch ja, darüber tiefer verstehen und verbinden werdet. Und ich wünsche dir viel Liebe in dieser Woche, lieber Krebs. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.